Ich wurde zum Beispiel in Bremen geboren. Und Bremen ist historisch gesehen immer ein SPD- und linke Bundesland gewesen. Und es ist gleichzeitig das erfolgloseste Bundesland in Deutschland. Die Leute verstehen aber den Zusammenhang nicht. Und ich glaube, das ist etwas, was wir jetzt auch gerade erleben. Wir versuchen immer gerechter zu werden. Wir versuchen immer gleicher zu werden. Also soziale Gleichheit herzustellen etc. Und das ist der Anfang vom Ende. Die Leute wollen aber scheinbar diesen Zusammenhang nicht erkennen, werden jetzt wahrscheinlich oder vielleicht immer sozialistischer wählen. Dann wird es einen großen Knall geben, weil die Leute begreifen es nicht, sondern es wird dann einfach implodieren, das System. So wie es auch Bremen nicht mehr geben würde, wenn nicht alle anderen Bundesländer was in das Säckel von Bremen reinwerfen würden durch den Länderfinanzausgleich. Und irgendwann wird es aber nichts mehr da sein und dann wird Deutschland vor einer düsteren Zukunft stehen. Alle Unternehmen werden abgewandert sein, die Erfindungen werden woanders gemacht. Wir sehen es gerade jeden Tag in der Zeitung, dass selbst auch grüne Technologien und so weiter, die werden vielleicht hier noch erfunden, aber produziert zum Beispiel in den USA oder in Asien. Und diese Unternehmen wandern ab. Wir haben eine der schwächsten Unterstützungsquoten für Startups und so weiter. Das heißt, Startup ist ja nur ein anderer Begriff für neue Unternehmen. Das heißt, wir wollen neue Unternehmen nicht fördern und die müssen dann halt woanders hingehen. Das heißt, in Deutschland, ein Unternehmen hat einen gewissen Lebenszyklus. Wir leben jetzt noch von einigen historisch etablierten Unternehmen in Deutschland, aber auch die werden leider irgendwann ihren Zenit überschreiten und dann wird es diese Unternehmen nicht mehr geben. Neue Unternehmen sind nicht dazugekommen. Das heißt, Deutschland ist dann wie so eine Art leere Hülle, wo alle sich fragen, ja, wie wollen wir jetzt Geld verdienen? Armut ist leider eben die Folge von linker Politik und auch von zu extremer Klimapolitik. Wie gesagt, ich will nicht, dass mich Leute falsch verstehen. Ich habe nichts dagegen, dass wir unsere Umwelt schützen und so weiter. Ich finde das wunderbar. Aber diese militante Herangehensweise und diese extreme Herangehensweise, ohne dass wir auf die Logik achten, ich finde, es gilt vor allem immer, Armut zu vermeiden. Armut ist das Schlechteste, was einem Land passieren kann. Gewalt steigt. Perspektivlosigkeit, es werden keine Unternehmen mehr geben und. Also das kann nicht unser Ziel sein. Das ist aber leider genau das Ergebnis von Staatswirtschaft etc. Herr Habeck ist gerade dabei, vor allen Dingen in den letzten Wochen dabei, mit großen Händen Milliarden um Milliarden um Milliarden auszugeben. Jetzt will er 220 Milliarden in neue Klimapolitik investieren. Und das Problem ist aber, das ist das Geld, was dem Bürger durch seine Arbeit weggenommen wird, damit das dann wiederum finanziert werden kann. Und je mehr dem weggenommen wird, je ärmer wird er. Ich verstehe, aber Herr Backhaus, ich verstehe eines nicht. Sie als erfolgreicher Unternehmer, Sie haben jetzt eine brillante Analyse der Situation gemacht. Die gleiche Analyse macht Carsten Aschmeier im Internet, macht Wolfgang Krupp ebenfalls. Jetzt haben wir drei Unternehmer, die das ja auch öffentlich publizieren. Es gibt auch bestimmt noch weitere. Aber ich verstehe mal nicht, warum nicht eine gewisse Anzahl an Unternehmern, die sehr erfolgreich sind, die über ein gewisses Kapital auch verfügen, nicht endlich irgendwie politisch solchen Einfluss drauf nehmen können, irgendwie das Ganze wieder in die richtige Richtung umzukehren. Weil die Analyse, sind wir uns ja alle einig, ist ja korrekt. Ja, verstehe ich auch nicht. Und ich glaube, es funktioniert nur durch Vorbilder, im eigentlichen Sinne, dass jemand wie der Carsten Maschmeyer oder der Wolfgang Grupp oder ich, und ich schätze die beiden sehr, versuchen einfach öffentlich mal den Mund aufzumachen und zu motivieren, das Gleiche zu tun. Dass sich vielleicht auch andere Unternehmer sagen, vielleicht sollte ich auch mal meinen Mund aufmachen. Ja, muss ja nicht jeder in eine Talkshow reingehen, aber man kann ja ruhig mal in seiner Einflusssphäre ruhig mal verlautbaren lassen, hey, lasst uns doch bitte wieder zur nüchternen Realpolitik zurückkehren. Wir wollen Klimaschutz machen, wir wollen Umweltschutz machen, wir wollen Bildungspolitik machen, wir wollen all das machen.
aber in einem für alle sinnvollen Maß, ohne dass es Wohlstand kostet. Und dieses Degrowth, das ist ja gerade das Thema und es wird praktiziert, nur nicht so benannt. Und das stört mich sehr. Also wir haben längst diese Politik von, wir nehmen Wachstum raus, wir machen Strom so teuer, dass Unternehmen hier nicht mehr produzieren können. Wir haben in Niedersachsen ein ganz tolles Beispiel, im SPD-regierten Niedersachsen, wo ich herkomme, war eine Fabrik, die wollte grünen Wasserstoff herstellen in Niedersachsen. So ein tolles Projekt. Und aufgrund der hohen Energiekosten musste das Unternehmen schließen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen will. Aber ich hoffe, dass die Leute sich einfach dessen bewusst werden, auch wenn die linke Idee immer sehr romantisch klingt. Und ich muss Ihnen sogar sagen, ich finde linke Leute sehr viel sympathischer oft als rechte Leute. Also als CDU und so weiter, wenn man sie erstmal als rechts bezeichnet. Aber sie können halt keine Politik machen und sie können auch nicht rechnen. Und das ist halt das Problem. Das wäre, sagen wir mal, das alles, was Sie jetzt angesprochen haben, tritt nicht ein. Also die Wende tritt im Endeffekt nicht ein und es wird immer problematischer. Ja, so wird es sein. Was ist dann Ihre Konsequenz? Sagen Sie dann auch, ich packe hier meine Sachen und ziehe in die Schweiz oder in die USA? Das wird jeder tun. Jeder, der seine Gedanken beisammen hat, der wird... entweder jetzt schon, so wie es jetzt gerade, also viele meiner Unternehmerfreunde packen jetzt gerade die Sachen, wo wir hier sitzen. Und einige, so wie ich zum Beispiel, werden warten, bis es wirklich nicht mehr geht. Und dann werden wir den Schlussstrich ziehen. Wann ist der messbare Punkt, wo Sie sagen, jetzt geht es nicht mehr? Haben Sie da irgendeinen Punkt, wo Sie sagen, ab da und nicht weiter? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, bei Vermögensabgabe und so fängt es an. Bei Enteignung fängt an, die Spirale ganz duster zu werden. Und dann gehen wir wirklich... In ein sozialistisch-diktatorisches System, wo ich nicht drin leben möchte. Ich möchte in einem freiheitlichen Land leben, wo Eigentum auch geschützt wird, was man sich erarbeitet hat. Und wenn die Grenze fällt, glaube ich, ist für die meisten das Ende der Fahnenstange erreicht.